Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Projekt. Ihr seht es schon, Amy. Ein kleines Horror-Adventure, Grusel-Game. Was für die Xbox 360 Arcade rauskam. Das Spiel ist nicht blind für mich. Ich habe es damals schon mal gespielt. Auf normal. Und ich versuche in diesem Let's Play mal, mich an schwer heranzutasten. Ich hoffe mal, das wird einigermaßen gut gehen. So, nehmen wir schwer. So, ich finde persönlich das Spiel ganz gut. Dauert auch nicht so lange, es gibt ein paar Kapitel. Aber ich finde, da ist schon ordentlich Story hinter. So, und jetzt schweige ich mal kurz. You got a snowball's chance in hell of getting a call through, ma'am. Excuse me? Tickets, please. Oh, yes. Here you are, sir. Cold winter. I thought the planet was supposed to be heating up. I think we have a few centuries before we'll need to be wearing shorts in December. Now, how are you, little princess? Have you been good? Because the big red sleigh driver's coming tonight. Santa Claus. Kris Kringle. Father Christmas. She's verbally challenged. She can't speak. But she's really looking forward to Christmas. Don't they all at that age? We'll be at Silver City Station in 5 minutes. You have a good day now. We will. Thank you. And Merry Christmas. Amy, don't be afraid. He was just checking on us to see if we're okay. And he was right. It's Christmas Eve. I have a present for you. It's the latest thing. It should be even better than the pencils and crayons you had at the Phoenix Center. Oh, Amy, it's nothing. You're never going back to the center. I promise. I'm taking you somewhere safe. Hello? Lana, I've been worried. Did you get out? Yes, both of us. We're in the train. We'll be there soon. So, how is she? She's... I'm not sure. Same symptoms, fatigue, insomnia, but she's distant. It's getting worse. Lana, I'm calling you from the best hospital within 1,000 kilometers. We've got everything we need to run a complete checkup. We'll figure it out. We'll know what's going on, and we can confront Professor Raymond with... Listen! She's with me now! We're not confronting anyone. He won't touch her again. I'm coming to you to help her get better. Are we clear on that? Of course, Lana. I'm with you. When you get to the hospital, go through the parking garage. The badges I gave you will work anywhere, but I don't want to take any chances with your coming through the front lobby. The professor has eyes that see far beyond the center. Do you have the security badges? Lana? Are you there? Yes, Ellen, I'm here, but... What? What is it, Amy? What was that? Did you see it? I saw an explosion from my window. Near the Phoenix Center. Lana. You didn't... No. We just left. I saw something on fire just fly over us. An airplane, maybe. Ellen. I think Amy... Schon alles sehr mysteriös. End of line, Silver City Station. Please do not forget any personal belongings on the train. Ja, kommt.
Do not agree to carry luggage for a stranger. Be wary of pickpockets. Have a nice day. So. Du bist wohl irgendwie im Gleisen gekommen und. Ja. Gucken wir uns mal um. Amy! Where is she? Ja, you need to find her. Wo ist Amy? Amy, where are you? Ich muss sagen, ist schon ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, ist auch nichts. Die Steuerung ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen, aber ich finde für einen Arcade-Titel sehr normal. Fratzer. Okay, halt zu kämpfen. Achso, okay. Ja, also es wirkt schon ziemlich wie, ui, was war das denn? Sehr wie Silent Hill, also mit den Nahkampfwaffen, dass die auch zerbrechlich sind und, ja, ich finde, es ist schon ein angstmachendes Spiel, würde ich jetzt mal so sagen. Und gerade auf schwer, denke ich mal, das wird halt nicht so einfach. Oh. Das Bild, ich hab's vergessen. Ist hier dran? Ah, das ist ja auch gar kein anderer Mensch im Zug, also bis auf der eine, der gerade so lag. Ganz mysteriös. Da kam ich ja her. Ach, Mund. So, suchen wir mal die Amy. Ach du Scheiße. Waffe? Da ist er! Schieß mir den Lust! Da, da! Oh! Ich dachte, der wäre schwieriger. So. Kannst du auch laufen, kannst du auch rennen. LB. So. Oh, schnell rennen kannst du auch noch. Ich muss gestehen, einige Rätsel kennt ihr noch. Ach ja, das ist ein Rätsel, aber also Sachen, muss man wohl weiterkommen. Teilweise nicht ganz ersichtlich in dem Spiel, aber ich finde, darüber kann man ja wechseln. Oh, und Kontrollpunkte sind ganz wichtig, finde ich. Weil die können teilweise auch echt das Leben retten. Ziemlich hell, oder? Nein? Nein, verschlossen. Ich glaube. Oh, hier steht noch einer. Können. Ganz schnell hören. Da ist einer. Gib ihn. Gib ihn. Scheiße. Tot. Ja. Failed. Sagte ich nicht was mit Kontrollpunkten? Ganz wichtig. Auf jeden Fall. Naja, komm. Ja, besser. Das Kampfsystem, wie gesagt, ist ein wenig dürftig, aber. Einfach nur schlagen, ducken, Taktik. Eigentlich ist das nicht schwierig, nur ich sag mal so, wenn es mehr Gegner wären, ist es schon sehr anstrengend und sehr frustrierend. So, Amy?
kleine Amy. Hat hier nicht irgendwas? Uah, alles verfault und... Oh, was sieht denn da Schönes? Ah! Die Kontamination spritzen. Ja, ich sag mal so, das ist, in dem Spiel ist auch so eine Art Seuche. Und die Lana ist da nicht gegen immun. Und deswegen findet man oft diese Dekontaminationsspritzen, um sich davor wieder zu heilen. Das ist fast wie so radioaktive Strahlung. Aber wenn das halt zu viel, viel abkriegt von dieser Seuche, dann stirbt man auch relativ schnell. Deswegen ist es immer gut, ein paar Spritzen beizuhaben. Da kann ich auch nicht rein. Schlank. Kann ich den gerade schleichen? Mal einfach vorbei. Ich bin nicht gesehen. Dass er so einfach so doof da rumsteht, ne? Ich renne nur jetzt nicht. Halt halt doch. Komm, komm, komm. Amy! Amy! Hey Amy, wo bist du? Amy, it's me! Lana! Oh. Oh. Pedophila? Over here. Hallo? Ja. Hey there, Missy. You sure look healthy, except maybe for the cuts and bruises. I'm okay. I'm not gonna hurt you. I need to find a little girl. Have you seen anyone? You're the first normal person I've seen in hours. Where did you lose her? She was on the train with me. That train that came crashing in here full of monsters? You look like you hit your head there, miss. You sure you was traveling with a little girl? I need to find her. Her name is Amy. Help me. Or hide. I'm gonna find her. My name's Marcello. I can help you. I was just heading to the station monitoring office. The cell network's down. But I'm sure they got some fixed lines over there we can use to call somebody. I got a pal. Or I hope I still got a pal that works there. Maybe your little girl went that way. Just help me look for Amy. Ja, ob der uns so helfen kann, davon bin ich jetzt nicht mal so überzeugt. Amy, this nice lady really wants to find you. So we can all go on and get away from all. Ja, mit dem würde ich auch nicht mitgehen, wenn ich Amy wäre. Ganz ehrlich. Aber gut. Besser als mit so einem dieser Viechern. This is the only way out of here. You'll find a way to cut the power. Follow me. I've got an idea. Ich glaube, ich hau den mal kaputt. Schrei doch nicht so. Brauchst du die Spritzen nochmal rein, Lana? Und jetzt schon wieder geheilt. Damn, another genetic lock. Here, take this. It's a DNA cracker. Start by scanning the box with it. Oh. Schick. Inventar. Okay. Look at the dots on the radar that light up. You need to scan them to find the right sample. Let's go. I'll follow you. Just go to one of the dots. Okay. Radar. Careful. This place is where the infection is particularly strong. Ja, wie ich schon sagte, einige Rätsel kenne ich ja schon. Go slow. You don't want to be lazy and around here. This place stinks of that nasty infection. DNA-Scanner und
nutze ich das halt. Muss man sich nicht irgendwo, ja, da. Vorstellen und scannen. It's not the right one. Let's go looking some more. War doch hier. Täusche ich mich jetzt? Ich glaube jetzt mal, dass hier keine Viecher mehr sind. Wenn. Guck mal, kann doch gut. Diese Scan-Passagen werden auch noch häufiger im Spiel auf jeden Fall auftreten, also das kann ich euch schon mal vorab sagen. Das heißt, halt Bereiche absuchen und dann einen gewissen Teil scannen. Hier ist irgendwie auch nicht. Auch nicht. Was war das denn? Hm. Verängstigt das Kind doch nur. Oh! Ach, neue Waffe. Boah, ne. Nicht kaputte Waffe. Boah, nichts. Ja, komm, du musst mir nicht die ganze Zeit hinterherrennen, Marcello. Let's just say that, well, I used to work for some people with connections. Anyway, this we can get you to all these fancy new DNA locks. We just need to find a sample of DNA of the person it's authorized to let in. Geht zurück. Boah. Normal sieht man das auch an ihrem Äußeren, wie weit die Infektion fortgeschritten ist. Sieht dann voll gruselig aus eigentlich. Naja, jetzt haben wir die Probe. Das
können wir die Tür bestimmt öffnen. So, Marcello, komm. Sieht immer noch aus, als hätte wäre ich. Wie ist es hier? Oh. Ja. Spritzefarbe vergoldet. So, Tür ist offen. Access granted. Rein, rein. Rein, schnell. Und über die Tür zu. Zu. Okay, schließe ich die Tür. Naja. Ah. Hacken. Ja, wie war das denn? Am besten verschiedene austesten. Da zeigt sie mir an, rechts ist richtig. Link noch ein bisschen verschieben. Das Gute ist, du kannst es eigentlich so oft machen, wie man will. Authorization denied. Please try again. Bevor es dann wieder zu Ende geht, einfach wieder raus und wieder reingehen. Kann man mal weiter hacken. Also das war auf jeden Fall rund. Schade. Mein Gott. Wird so schwer sein, ja. Den Code ganz vergessen. Scheiße. Ja. Authorization denied. Please try again. Authorization denied. Please try again. Wie war der denn noch? So. Kann nicht so schwer sein. Authorization denied. Please try again. Ich hätte wohl besser merken müssen. So. Authorization denied. Please try again. Authorization denied. Please try again. Ja, das ist richtiger Code, falsche Position, falsches Symbol. Fantastic! The juice is down! Now we'll be able to get through the grill! Kontrollpunkt.
So. So, ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Hab zwar ein bisschen gefehlt, diesen Code, aber naja. Also das Spiel ist an sich ganz gut. Erhält man für gut 800 Microsoft Points, müsste eigentlich schon günstiger sein im Live Store. Aber gut. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr nächstes Mal wieder reinschalten und euch das angucken, wie ich hier mich hier durchkämpfe durch diese Seuche und versucht dann Amy weiterhin aufzusuchen. Und ich hoffe auch, der Marcello wird mir dabei helfen. Ja, gut, mal bis dann.